Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Feedsbeat Revelation mit mir, eurem Illyria und dem Opa Zockt. Moin moin. So, die nächsten 11 Leitungen. Opa, ich sehe, glaube ich, gerade ein Problem. Moment. Okay. Der Atomic Reconstructor, der wird nicht aufgeladen, der kriegt keine Energie. Obwohl der direkt in einer Capacitor Bank angeschlossen ist, wie kann das sein? Das sag ich dir bestimmt, oder? Ach, weil auf Input steht, muss auf Output gestellt werden. Das Ding funktioniert wieder. Gut, warte mal, du hast jetzt. Bist jetzt gleich voll. Richtig, das heißt, theoretisch sollte sich jetzt die Batterie oben wieder laden. Ja, sie fängt an, sich aufzuladen. Mit Smart 85F. Hast du mal nachgeguckt, was die Truhe macht, die Generatortruhe, ob die noch genug Holzkohle drin ist? Ja, hab ich. Wie viel Energie haben wir jetzt frei? Fast leer. Energie. Achso, Moment. 288 plus. Einunddreißig plus. Das mal reichen. So. Ich hatte eigentlich gedacht, dass wir vielleicht mal zusehen, dass wir die Quarry ein bisschen mehr Energie geben können. Ja, Weil die Batterie ist nämlich voll, die hinter der Quarry-Batterie. Ja, aber die wird sofort wieder leer gesaugt. Das heißt, du hast jetzt im Moment 32 Luft, du könntest 32 mehr geben. Ansonsten wird die Batterie leer gesaugt und dann wird die Batterie auch leer saugen. Weil die wird jetzt immer als erstes gefüllt. Sonst hätte ich gesagt, ich stelle wenigstens auf 2,5 ein, vielleicht reicht das. Ja, versuch es. Dann wird aber die Batterie hier oben leer werden. Aber wir versuchen es. Wir versuchen es. Nö, bleibt voll. Aber die oben. Ja, aber guck mal hier oben dann der Batterie. Okay, da oben, okay, oben passt nicht. Das heißt, das 190 wieder wegnehmen. Genau, du musst kurz warten, die wird. Ah, 60. Ja, lass erstmal so, dass wir da, weil ich sage mal so, meine Fluxkapazität hat nur noch 3,5 Millionen. Also ich bin gleich leer. Dann lad das Ding mal auf, das ist gerade wichtiger. Also nee. Du brauchst die Energie ja. Nee, nee, alles gut. Lass erstmal so laufen. Na gut. So, an die Zuschauer gerichtet. Und zwar, wie ihr sehen könnt, ich habe das Inventar so ziemlich voller Feuerzeuge, weil das Grades auf jeden Fall schwer leer war. Ich habe jetzt vor, zu versuchen. Alter, gucke mal. Wir können sogar, wenn wir jetzt nach vorne, wir können sogar von hier aus rüber gucken, wie voll die Batterie ist. Input 750, Output 0, aber es steht nicht drauf, wie viel aktuell drin ist. Das ist richtig, das können wir dann halt mit dem Dings machen, mit einem Monitor. Den kann ich ja mal craften. Stimmt. Ja, mach das mal, mach mal einen Monitor und pack den hier ins Haus. Vielleicht, warte mal, guck mal, so ein Monitor hier mitten in die Diele, weil die Diele ist zentral. So, hier in die Diele hast du einen Monitor. Dann schauen wir mal nach dem Monitor. So, und ich guck mal, wie gesagt, also, ja genau, was ich sagen wollte, an zwei die Zuschauer. Ich habe vor, zu versuchen, dass unten am Bedrock automatisiert Grades auf den Finit hergestellt wird. Dafür brauche ich erstmal eine Maschine, die natürlich das Feuerzeug, man also selber zündet, und noch ein Gerät, was die Items heranzieht. Okay, Item Collector nicht. Brauche ich eine Vakuum-Chest oder sowas? Ah, von Terminal Expansion her, wer hätte es gedacht? Ein Vakuumulator. Collects Items in an Area. Guck mal, wahrscheinlich wird das billiger sein als die Vakuum-Chest von Ender.io. Die braucht ein Pulsating Crystal, eine Truhe und Eisen. Und das Ding von Thermal Expansion braucht nur Trichter, Geräterahmen, Redstone Servo, Eisenzahnräder und Zinn.
Ich würde sagen, ich versuche das Ding von Thermal Expansion, weil das ist auch ausweitbar. Also man kann es ausweiten. Würdest du mir den Power-Monitor wiedergeben? Natürlich. Danke. Dann setz das Ding mal, ich will mal sehen. Ja, ich muss den an der links an. Oh, falscher. Ich sag, ich dachte ich auch gerade, das Ding muss an einer NIO-Leitung angeschlossen werden. No conion attached the power monitor needs to be attached to a conduit. Ja, das Ding musst du direkt an eine NIO-Leitung schließen. Ich hab den Magnet noch weggemacht. So. Es sei denn, du legst im Wartungsschacht eine extra NIO-Leitung nur dafür. Ganz einfach, da umgehen wir die ganze Mechanik mal wieder. Oh, wir haben eine NIO-Leitung. Ja, die kann aber nur diese Capacitor-Bank lesen, aber nicht die Nein, andere. die holt sich alles, was im System ist. Das will ich sehen, weil das Ding kann ja nur. Ja, hat nicht so viel. Ach nee, Quatsch, die Batterie ist ja noch nicht angeschlossen. Oh, das heißt, guck mal. Wir haben 700.000 drin in Batterie-Storage von 25 Millionen und wir haben 3 Millionen RF in Maschinen angeschlossen an dem System. Okay, und du hast gesagt, du musst die andere Batterie, also der Batterieraum anschließen, dass der Power Monitor auch die anzeigt. Richtig. Es ist so schade, dass der Power Monitor keinen Bildschirm hat, dass er das auf einem Bildschirm anzeigen kann. Das stimmt leider. Dafür kannst du das Ding theoretisch konfigurieren, dass er ein Signal emittiert, also abgibt, wenn was fehlt. Aber das kannst du für ein eventuelles Atomkraftwerk benutzen, sollte man eins bauen. Nö, das ist ja dann, das wird ja dann dafür benutzt, zum Beispiel geht die Energie unter 50%, springt die Kanodeanlage an. Geht die Energie unter 20%, springt zusätzlich noch die Ethanolanlage an. Geht die Energie unter 5%, dann springt das Atomkraftwerk an. Ja, so an sowas habe ich gedacht. So wird das halt eingestellt, dass zuerst die Holzkohle verbraucht wird. Wenn die Holzkohleproduktion nicht reicht, dann wird die Kanodeanlage anspringen und so weiter und so fort. Ja, genau sowas habe ich gedacht. Richtig. Und wenn dann wirklich, wie gesagt, wenn wir dann bei 4 oder 5% Energiestorage sind, dann ist es halt kritischer Energiestand und dann muss das Atomreaktor mit anspringen. Der natürlich erstmal gebaut sein muss, der logischerweise aktuell Natürlich. noch nicht existiert. Natürlich. So, aber die Batterie lädt sich da hinten ja schön auf und wenn die halt voll ist, dann wirst du hier oben feststellen, wirst du hier oben einen Input von Roundabout Nummer 7 bis 800 haben. Dann kannst du halt nochmal ein bisschen hochstellen. Ja, so, dann mache ich wieder Upgrades für den Vakuumulator. Erstmal kurz gucken, wie das Ding aussieht. Hat das Ding eine Range, die es anzeigt? Picks up items from the Nurbi area. Can be configured to limit what it picks up. Yes, this block sucks. Use while sneaking with an empty hand to configure filtering. Aha. Saft nur 3. Es zeigt mir leider nicht die Range an. Kannst du mir bitte mal für mich diesen Vakuumulator anschauen und mir sagen, wie man herausfinden kann, wie die Range ist? Configure which items this block will pick up. Einmal eins. Ein Block davor. Und wie kann man, dann brauche ich so ein Reichweiten-Dingens. Dann brauchst du jetzt ein Augmentation wieder. Das ist e Thermal Expansion, okay. Schönes Ding. Fractionary still. Oh. Augmentation. Erstmal wissen, welches.
Hector ist nicht. Ja, Fractionating Still sagt mir auch nichts. Oh, die muss ich auch noch bauen. Die Fractionating Still? Ja. Was ist das? Das ist sowas ähnliches, die stellt halt aus Biomasse Ethanol her zum Beispiel. Oder aus Öl. Okay. Solche Geschichten. Also aktuell sehe ich hier. Nee, also kein Augment zur Erweiterung. Nee, sehe ich auch nicht. Aber. Kauf das doch das Ding doch erstmal, dann kannst du es, glaube ich, sehen. Das Ding steht hier doch schon. Warte. Komm mal vorbei. Deswegen habe ich dich hierher gebeten. Shift rechtsklick. Öffnet die Konfigurationsoberfläche. Yes, this box sucks, yes. Interessiert nicht. Mach mal bitte den Magneten aus. Aus. Okay. Also hier vorne saugt das noch ein. Dann hat das auf jeden Fall eine deutlich größere Reichweite. Das Ding braucht auf jeden Fall keinen Strom, das ist interessant. Ich stelle das Ding mal draußen auf und mache mal direkt einen Feldtest. Warte. Weiß mal hier eins hin. Saugt das nicht ein. Hier. Er saugt sogar hinter sich ein. Ja, ja klar, dann macht. Da saugt das auch nicht ein. Na komm. Okay, 1, 2, 3, 4, 5. Ich würde mich interessieren, saugt das Ding auch über sich auf? Ja, 5 in jede Richtung. 5 Blöcke in jede Richtung. Alles klar, dann kann ich das Ding benutzen. Da kommt ja später noch eine Ender-Chest dran, dass das direkt ins System gezogen wird. Dass, nein! Fuck. Sauber, funktioniert also. Habe ich meinen Rucksack ins Inventar geschmissen? Nee, nicht dein Ernst. Du schmeißt jetzt nicht wirklich deinen Rucksack ins Inventar. Nein, ins System. Mal gleichzeitig die Verbesserungen für diese Maschine, das macht nämlich Sinn. Ja, würde ich sagen. So. Oh. Die Singer sind gar nicht upgrade-fähig. Steht Basic drauf, aber lässt sich nicht draufsetzen. Nein. Okay, also, ich habe jetzt gerade die letzten drei Leitungen in der Mache, die wir brauchen, um jetzt die komplette Werkstatt vom kompletten Strom umzubauen. Zack, letzte Leitung sitzt. So, das heißt, jetzt können wir umbauen. Das heißt, alles, was jetzt aktuell läuft, nach Möglichkeit bitte abschalten. Wie meinst du das mit abschalten jetzt? Also alles, wenn du jetzt noch was aus dem System brauchst oder sonst irgendwas, bitte jetzt, weil das ganze Haus ist gleich komplett stromlos. Lass mich ganz fix noch den Mechanical User herstellen. Ja genau, wie gesagt, deswegen sage ich ja, bitte das jetzt fertig machen, was du noch brauchst. Na komm. Okay, das System will schon nicht mehr. Ich glaube, die Festplatten sind voll. Echt jetzt? Ja. Nö, hier sind auch grüne Festplatten. Er lässt aber die Items nicht reinpacken. Nein, ich kriege keine Items mehr ins System. Mach ich mich drum. So.
So, ich habe 4 Mechanical User. Das dürfte ausreichen für Grades auf Infinite. Jetzt nehme ich noch Stein mit. Blöde. Okay, dann mach jetzt. Ich gehe runter. Ja, ich überlege gerade, wie ich das am besten. Ah, ich habe die Truhe vergessen. Warte. Wenn das System noch läuft, lass mal laufen. Ich habe die Truhe vergessen. Ja, das System läuft noch. Ich bin jetzt gerade am Überlegen, wie ich es mache. Boah, das gibt's doch nicht. Es gehen nur Blaze Rods nicht mehr rein. Das System versagt gerade vollends. Ich bin dran. Gleich. Jetzt haben wir zu wenig Blaze Rods. Das gibt's doch nicht mehr. Ja, wir haben keine Blaze Rods mehr. Das heißt, ich darf nochmal auf Mining Tour gehen. So, System läuft wieder. Gut. Ich kann keine Endertour craften, wir haben keine Blazewords mehr. Erstmal Semi-Automatik. Naja, gut. Ja, nehmen wir jetzt eine normale Kiste. Reicht ja erstmal, das gehen ja 36 rein. Ja, normale Kiste habe ich halt. Oh, es fehlen mir noch die Item-Conduits. Warum? Ja, um das in eine Kiste zu transportieren. Du setzt die Kiste einfach links daneben und hast du die Outputs davon. Ja, ich bin gerade schon unten, Bedrock. Kann vom System basteln. Ja, ich überlege jetzt, wie ich es am besten setze. Nee, kann ich noch nicht machen, weil ich brauche ja die Hauptleitung, auch, also eine dicke Hauptleitung ja auch unter dem Dings. Nee, ich brauche erst noch Leitungen. Ja, dann mach erst Leitungen. Ja, dafür haben wir kein Material. Der muss nach unten gerichtet sein. Genau. Mal jetzt einen kurzen Funktionstest, ob der das macht, was er soll. So, Right-Click ist richtig. Moment, ich glaube, das geht nicht so. Ah, okay. Denkfehler. Das geht anders. Er soll eigentlich schon in die richtige Richtung gucken. Ruhe oben drauf. Jetzt kriegen sie alle ein Feuerzeug. So, schauen wir mal. Beide stehen auf Rechtsklick. Ah, es funktioniert. Alles klar, der macht das so. Ob das funktioniert? Wieso nutzt er beide gleichzeitig? Ach, der klickt nonstop. Du musst eine Glocke anschließen. Redstone-Signal high und eine Glocke anschließen. Oder einen Blockdetektor. Der ein Signal. Ah, warte mal, genau so war das doch. Wir brauchen einen Blockdetektor. Versuch das dann mit der. Dings. Der Glock.
Nein, eine Glock bringt da nichts. Wir brauchen dafür einen Blockdetektor. Ich habe das mal bei. Kennst du Mischief auf Mais? Opa? Was? Pass Kennst auf. du Mischief auf Mais? Pass auf, versuch doch einfach mal. Hast du eine Glock? Ja, du hast eine dabei, okay. Ich hab's mal geholt. So, Redstone on. Nein, die verbrauchen sich trotzdem unnötig. Wir brauchen einen Blockdetektor, wenn das Feuer aus ist, Oder ein Timer. Nein, Blockdetektor, glaub mir, habe ich gesehen, das funktioniert besser. Der erkennt, wenn das Feuer aus ist, und dann gibt er ein Signal aus. Weißt, was du auch machen solltest? Ja. Noch so ein Tipp. Hier, mach einen auf den hier und pack das auch voll noch mit. Feuerzeuge. Ja, aber ich wollte mehrere gleichzeitig arbeiten lassen. Ja, dann machst du halt mehrere gleichzeitig und gibst dann halt allen Feuerzeuge. Ja, toll, aber das Feuerzeug, das verbraucht sich schneller, als es durch ist. Das ist doch blödsinnig. Ja, wieso? Aber wenn du das Ding hier unten laufen lässt, dann gibst du den jetzt die 9 Feuerzeuge rein, 5 Feuerzeuge da oben noch und der füllt das automatisch nach. Und wenn noch mehr hergestellt werden soll, dann machst du halt noch oben eine Kiste drauf und packst sie auch noch voll mit Feuerzeugen. Dann haut er das durchgehend hier alles rum. Ich versuch's mit meiner Variante. Ja, wie gesagt, du musst es ja. Ja, du musst. Natürlich, du musst deine Variante auch noch zusätzlich machen. Nur, dass du dann halt nicht so auf dir stehen bleiben musst, dass du halt einfach nur noch mehr Inventarplatz hast für Feuerzeuge dann. Aber natürlich auch, dass du jetzt dein Blockdetektor noch machst, damit die Feuerzeuge sich halt nicht zu schnell verbrauchen. Ja, das mache ich dann auch. Dann werde ich erstmal nach oben gehen und erstmal einen Blockdetektor herstellen. Weil so, das ist leider unnütze Verschwendung. Das funktioniert nicht so, wie es soll. Warte auf mich. Du bist schon weg. Bin schon weg. Geht ja schnell. Ja. So, wie sieht das mit der Batterie jetzt aus? Die Batterie zieht immer noch. System kann ich hier normal verwenden? Moment, kannst du es noch ganz normal verwenden, aber ich muss mal die Anzeige da hinten größer machen. Okay. Blockdetektor Silent macht das, glaube ich, Sinn, ne? Ja. Obwohl im Bedrock? Oh, warte mal, das Spiel hängt. Okay, es geht wieder. Ich glaube, so kann Meshing man die. Parts. Ich glaube, so kann man, wenn du mal kurz ins Schlafzimmer rüberkommst, ich glaube, so kann man die Verbrauchszeit besser lesen, oder? Man weiß, wie viel Strom wir zu viel oder In zu wenig produzieren. 750, genau, kann man sehen. Genau, jetzt, das ist ja jetzt halt das, was wir zu viel produzieren. Da siehst du dann halt dann später, entweder steht da in oder out. Wenn out steht, ist klar, dann verbrauchen wir mehr als wir haben. Ah, deswegen diese Doppelanzeige. Richtig, damit du es halt auch, weil du hast dann halt deine Anzeige hier in der Werkstatt nicht mehr. Alter, guck mal, doch hast du. Du kannst von der Werkstatt aus da rüber gucken. 25 Millionen. Nee, der zeigt nur was an, was in der Batterie hier drin ist. Ja, noch, 3200. weil ich jetzt die Batterie hier oben rausreißen muss und als Hausanschluss verwende. Und dann siehst du die Batterie nicht. Und dann, wenn die Batterie dann die dicke Leitung noch hier unten drunter liegt, weil dafür brauche ich es. Ich brauche noch die Leitung von jetzt hier unten runter lang läuft, die jetzt hier so lang läuft für Ja den gut, dann ja Hausanschluss. gut, dann reißt die Batterie hier raus und baust um. Nein, noch nicht. Ich brauche erst halt noch ungefähr 20 Leitungen. Dann kann ich erst umbauen. Und Okay. wie gesagt, dann siehst du halt hier vorne, wenn du jetzt hier mal so über den Fluidtank mal rüber guckst, kannst du halt da hinten dann erkennen, wunderbar von der Größe her, wie viel Strom wir zu viel oder zu wenig verbrauchen. Ist natürlich geil, dass du es von hier aus sehen kannst. Ja, aber nur über den Monitor dann. Nee, guck mal hier. Mal hier, guck mal hinten rüber. Ach so, das meinst du? Du kannst von hier aus darüber gucken. Hast du eine Zoom-Funktion? Ich kann es nicht sehen. Doch, ich sehe es. Womit zoomst du denn? Gar nicht. Da steht doch, da hinten, sie innen 750 auf der Batterie. Wieso ist das bei dir scharf sichtbar, bei mir nicht? Ich sehe das. Ich nicht. Ohne Probleme. Dann gehen wir einen weiter vor. Von hier aus siehst. Sehr schlecht sichtbar. Du sollst was im Augenarzt gehen.
Nee, 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 das hat nichts mit Augenarzt zu tun. Also ich sehe es. Ja, von mir aus. So, ich muss jetzt aber rüber. Mach man das. Wird, weil ja auch man wird werden. Ja bei mir hier leicht laut jetzt mittlerweile ist. Wieso? Du hörst es bei mir rödeln? Nee, ich höre hier nichts. Okay. Lock Update Detector von Dark Utilities, aber der ist nicht craftbar. Emits a short redstone pulse every time it is updated through a block update. Obwohl, da gab es ja noch was anderes. Detector, was ist das anderes? Ja, einfach den Block Update, genau. Da war ja was. Ich kann die Maschine nicht bauen ohne Grains of Infinite. Also nochmal runter und manuell Grains of Infinite farmen. Okay, der Server leckt. Ernsthaft, das reicht immer noch nicht. Was nicht? Noch Elektrum. Elektrum war Gold, Silber. Gold und Silber. Da war ja was wieder. Da waren sie wieder unter einem. Ja, da war es wieder. Das Goldproblem. Wenn du willst, prügel ich mich hier unten ein bisschen durch die Wände und guck, ob ich Gold finde. Ja, wir haben ja zum Glück ein kleines bisschen was. Das sollte eventuell. Nee, 25 habe ich hier. 28 hat ja was eingesammelt. 4. 32 Grains of Infinite. Naja, ist oh, doch, nicht gerade die doch, Welt. Das, doch, das, doch, das, das reicht. Das reicht, das reicht, das reicht. Also zumindest für den Außenanschluss. Wie viel Grains brauchst du denn? Nee, alles gut. Ich brauche jetzt im Moment erstmal keine. So, jetzt brauche ich nochmal Industrial Dye. Naja, nicht mehr viel, aber es passt noch. Da geht's. Einfach nur Eisen. Zack. Lockdetektor, 6 kriege ich 2 Stück für hin. Also brauche ich. Das war so klar. Kein Darksteel mehr. Irgendwas ist doch immer. Oh ja. Es mangelt immer an allem. Irgendwie an die Truhe, komme ich nicht dran, verdammt. Certus-Quarz, Neta-Quarz. Rock Crystal, Moment mal. Der hat Rock Crystal Ore gesammelt. Yep. Das ist ein sehr, sehr seltener Stein.
Aber das ist für Astrales Sorcery notwendig. Und Redstone. So, machen wir ein bisschen Eisen. Ich schaff's mal wieder nicht rauszuziehen. Der Witz ist einfach zu langsam. Der braucht Upgrades. Ich will zwei Blockdetektoren haben. Ein zweiter. Kannst du mir einen Gefallen tun? Ja. Kannst du mal das Flux Dust dann ins System schmeißen? Flux Dust? Ja, läuft gleich irgendwann demnächst mal durch die Segmel. Ja, kann ich machen. Die Flux Crystals meinst du? Nein, den Flux Dust, wenn der durch die Sekme gelaufen ist. Der ist durchgelaufen, ich habe ihn rausgenommen. Ja, dann wird ins System einmal werden. Mach ich. Darf schließlich nicht verbrannt werden. So, ich habe jetzt zwei Blockdetektoren. Jetzt brauche ich Redstone-Leitungen, damit das Signal auch durchgegeben, auch gegeben werden kann. Nämlich die Redstone-Conduits. Opa, wir müssen aufhören, die Folge ist überschritten. Opa! Ja, der hört schon gar nicht mehr, wenn es darum geht, die Folge zu beenden, liebe Zuschauer, aber es ist eben so. Ich kann es nicht ändern. Die Folge ist nun mal vorbei. Wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder. Wir hoffen, ihr hattet euren Spaß genauso wie wir. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.